Jo, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party. Genau, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Brett. Wir haben uns neue Items gekauft. Eine Zinsbox und ein Plusblock. Jetzt kriegen wir mehr damit werden wir die Welt beherrschen. Oder sowas in der Art. Ja, wir haben beim letzten Mal Donkey Kongs Dschungelabenteuer abgeschlossen, wo Danilo gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Nehmen wir unsere Charaktere. So. Aber beim letzten Mal hatten wir Luigi und Peach dabei, deswegen nehmen wir Wario mal wieder dazu. Ja. Und einen von den beiden, ne? Ja, nehmen wir Peach. Mappy. Darfst du nochmal dabei? Alle normal. Ja, wir haben die ganzen Ein-Sterne-Bretter abgeschlossen, jetzt kommen die Zwei-Sterne-Bretter. Ja. Die Peach Geburtstagstorte. Yoshis Tropeninsel. Varios Kanonen-Canyon. Für jeden haben wir einen Charakter. Ja. Was nehmen wir denn? Gute Frage. Oh, geh mal zu Peach. Okay. Dann helfen wir mal bei der Vollendung der köstlichen Geburtstagstorte. Ja. Vernichten wir sie. Ja. Wenn das du tot, die kann ich ganz alleine essen. Ja, sehr gut. Aber ich gebe dir natürlich ein Stück ab. Birthday Cake. Ist so komisch, dass einige Sachen noch auf Englisch irgendwie sind. Ja. Noch mit den ganzen Dingern, die wir geholt haben. Ey. So, möchtest du dieses Ding using? Ja, using. Ja. Er ist auf dem Löffel gekommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde euch herumführen. Heute findet eine große Party statt. Dies ist die Spitze einer leckeren Geburtstagstorte. Es fehlen aber noch Dekorationen. Also helft mit, den Kuchen zu vollenden und zu dekorieren. Vielleicht solltet ihr ihn mit Erdbeeren verzieren. Also dann lass uns die Stadtreihenfolge bestimmen. Okay. Drei wieder. Nein, eins. Diesmal. Verdammt! Ich bin die Nummer eins. Zweiter ist Mario. Und dritter ist Mario. Yay! Hey. Ja, 10 Münzen für jeden. Okay, wo sind denn die Sterne? Die Sterne sind dort. Da werden sie bleiben. Okay. Lass einfach nur schnell dahin gehen. Ja, mach mir das Ding. Jetzt darfst du anfangen. Will ich meinen Zug unterbrechen? Kannst du es wagen? Aber Moment mal, wenn wir auf der Spitze dieser Torte rumlaufen, das ist doch eklig! Wer will denn dann den Kuchen noch essen? Ah, der ist genau bei mir. Alter. Alter. Wenn Peach jetzt auch noch 9 wirft, dann kann man sagen, hier, absolute Massenversammlung. Massenansammlung. Cool. Sonst wären wir immer noch im ersten Zug. Ja. Rennbahn. Ah. Da hat voll den Vorsprung, dann kommen die alle und dürfen genau das gleiche. Gibt's nicht. Ja, doch, das gibt's bei Roller. So. Okay, keine Ahnung. Wird schon irgendwie gehen. Ja, irgendwie schafft das schon. Mal keinen Fehlstart, bitte. Oh, die Rennbahn ist anders. Und warum starte ich ganz außen? Aber warum muss ich als einziger auf eine Rampe? Ja, du musst ja wieder auf die Außenbahn. Nein, jetzt habe ich mich gedreht. Nein. Die PCs drin. Ach, scheiße. Geh weg. Nein, geh du weg. Yeah.
Dennoch gewonnen, ey. Gibt's nicht. Ja! Ich hab's halt drauf, Leute. Brumm, brumm, sag ich dazu nur. Brumm, brumm. Da ist nochmal eine 9, bitte. Nö. Es scheint nichts zu passieren. Boah. Dann müssen wir einmal ganz rumlaufen. Ja. Boah. Oh, nochmal eine 9, ich kriege Krise. Denn es entscheidet sich alles hier. Welchen Weg möchtest du gehen? Die Blumenlotterie entscheidet für dich. Verdammte Dreck, wie kannst du es wagen? Oh, es ist eine Niete. Zu schade. Ja, sie hat tot gezogen, also geht sie zu tot. Nur einer gewinnt. What? Nur eine Blume verbringt zu Bowser. Und drei bringt zu tot. Das klingt nicht so gut. Für die müssen wir auch noch bezahlen. Ja, 10 Münzen. Ist ja an jemanden einen Stern irgendwie bekommen. Wo bin ich? Da. Okay. Ja, also ich finde, meiner sieht schon ganz gut aus. So sollte Bowser eigentlich auch aussehen. Hm. Kann er vielleicht noch ein bisschen an der Augenbrauen. Okay, keine Ahnung. Alter. Das ist auch yeah. So sieht Bowser auch aus. Das richtig, Ebenbild richtiges... von Bowser. Ja, das war das Ebenbild von Bowser. Hast du es nicht gesehen? So, wieder 9. Welchen Weg möchtest du gehen? Wähle deinen Samen. Links leisten, ey. Ja, natürlich nehme ich grün, hallo? Ja, ich weiß, grün ist deine Farbe. Es ist ein Gewinn. Super, super, super. Du gehst zu Bowser. Du hast solches Glück. Glückwunsch. Ich erinnere mich zu dem Freak. Oh mein Gott! Oh, aber was soll's? Er hat einen Plusbock bekommen und verliert 10 Münzen. Was ist das für ein Brett? Da kannst du ja niemals den Stern leisten. Musst du immer genug sammeln. Hey. Sehr produktiver Zug. Ja, produktiv. Ich komme nicht voran. Nur so genug Geld. Man kann nie genug Geld haben. Okay, ich hatte schon wieder eine 9. Ja, die würfelt die ganze Zeit nur 9. Was ist da los? Das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon zweimal. Ach so, das. Okay. Werden dieses Mal bitte nicht so übermütig. Okay. Und mach keinen Quatsch. Vorsicht, Mario. Das Boxen wird dich kaputt. Oh, ich hab da nicht aufgepasst. Ja,
Ja. Und noch ewig so weitergehen. Ja. Nein. Weg. Geh du doch weg. Und noch ewig so machen. Nein, aber nein! Dreck! Ja, auf meine Farbe. Verdammt! Ja, endlich mal ein paar Münzen. Die Zunge! Ah. Dein Zug! So, geht schon wieder los. Ja, gut. Darfst du ein Minispiel spielen? Ja, klingt doch sehr gut. Auf Platz nimmt, komm. Oh, Turmschläger. Das hatte ich mal gespielt. Ja. Ein Stapel Blöcke hüpft auf und ab, zerschmettere die Holzkisten und gelange an die Truhe. Versuche nicht versehentlich die blauen Wumms zu schmettern, sonst fliegst du von der Plattform. Okay. Wir sollen die Truhe. Nicht schlecht. Zack. Einfach Geld. Es ist mein. Deins. Ja, ich hole auf. Pass auf. Die Zunge wird immer länger. Und länger. Länger und länger und länger. Ich war mit nicht in den Lebens. Ja. Ich will aber den blauen. Dann nehme ich halt den roten. Auch wenn rot nicht meine Farbe ist. Juhu. Das Spiel ist irgendwie sehr gut, irgendwie einen Charakter immer irgendwie auszusortieren. Ey. Ja. Am Ende von, wenn man irgendwie eine Partie abgeschlossen hat, der letzte Spieler wird auch immer irgendwie voll. Keine Ahnung, irgendwie ausgeschlossen von allen. Ja. Hier wird ein Spieler ausgeschlossen und nach Bowser geschickt. Ja, du scheust den Kran. Ja, wir müssen eigentlich immer nur wiederholt A drücken zum Zappeln. Wenn du jemanden greifst, erhältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. Oh. Gehör doch nicht auf dem Jahrmarkt, da gehöre ich doch gar nicht hin. Ja, eigentlich müssen wir gar nichts machen. Bewegen wir uns nicht? Ja doch, wir bewegen uns ein ganz kleines bisschen, aber er schnappt sich ja die Truhe. Vielleicht ist er so doof und lässt die Truhe fallen. Guck mal, wie die am Wackeln ist. Es würde mich nicht wundern, wenn er die Truhe fallen lässt. Um. Tatsache. Miss. Mister, was machen Sie da? Ja, Mr. Miss, was machen Sie da? Das war eine riesige Zeitverschwendung. Dankeschön, Mario. Ja, vielen Dank. Danke, unsere Aufnahmezeit ist begrenzt. 1, 2, 3, 4. Ey, gleich bist du da. Kannst du Bowser schönen guten Tag sagen? Ja. Komm, bitte jetzt keine 1. Also. Ja. Yeah. Yeah. Hemmstern. So, wo ist hier ein Buhu? Es gibt hier keinen Buhu. Och Mann. Es gibt hier eine andere Möglichkeit, die Stelle zu klauen. Prinzessin Toadstool hat diese Torte gebacken. Sieht sie nicht lecker aus? Ich dachte, der Kuchen ist eine Lüge. Am Ende gibt es Kuchen. Freut euch auf den Kuchen. Kuchen. Hütchenspiel. Ihr Kinder. Es gibt Kuchen! Gut. Ich sag mal dein Erinnerungsvermögen.
Okay. Ganz einfach. Der da. Das hat nichts mit Erinnerungsvermögen zu tun. Man muss einfach nur genau hinschauen. Ja, okay, stimmt. Man darf halt einfach nur nicht den Koopa mit der Tor aus dem Augen lassen. Das ist meine Torte, ich gehe so schnell wie möglich. Es scheint nichts zu passieren. Der vergrabene Schatz. Okay. Wo haben wir den denn ausgegraben? Okay. Wieder in gleicher Position. Ja. Geh weg. Gefunden. Oh, gibt's doch nicht, Mann. Doch, bei Roller. Werbung. Wie sollen Wario und Peach irgendwie eine Chance haben, ihn zu kriegen, wenn er direkt neben dir auftaucht, ey? Das ist immer zufällig. Ich kann ja nichts dafür. Hi, Bowser, was geht ab? Du magst Süßigkeiten, oder? Was für ein Zufall. Ich auch. Hier, nimm das. Magst du Süßigkeiten? Ja. Sieh dir diese Torte an. Ich bin extra früh aufgestanden, um diesen Bowserkuchen zu backen. Nimm ihn und esse ihn. Großartig, das macht 20 Münzen. Das kostet 20 Münzen. Super. Übrigens, den Kuchen kann man nicht essen. Ich denke, du verstehst das. Weißt du, warum man den nicht essen kann? Warum? Weil der Kuchen aus Felsgestein besteht. Jetzt kann ich doch nicht mal da hingehen, ey. Ja, doch, er nimmt ja einfach alle Münzen ab. Okay. So, jetzt krieg ich den Dings aber nicht, ey. Ja, jetzt kriegst du den leider nicht. Kann ich leider nichts daran ändern. Mein Zug. Oh, du hast 30 Münzen. Möchtest du einen Erdbeerstrauch pflanzen? Nein. Was macht das? Erstens, ich habe nur 32 Münzen, aber ich will noch keinen Erdbeerstrauch pflanzen, weil das ist die Möglichkeit, um den anderen Sterne zu stehlen. Und da ihr alle anderen noch keinen Stern habt, macht das ehrlich gesagt noch keinen Sinn. Zukünftige Investitionen. Ja, draußen bleiben. Jetzt bleiben wir alle draußen. Denn wir kommen hier echt nicht rein. Oh, ich hab den Schlüssel. Okay. Okay, Team. Los geht's. Du bleibst wieder stehen und machst nichts. Nein! Nein, du hast den Schlüssel verloren. Wie kannst du das wagen? Ups. Du hattest einen Job. One job. Entschuldigung. Oh. Okay, macht nichts. Ich verliere nichts. Also. Ich bin der wahre Sieger dieses Spiels wahrscheinlich. Hey, perfekt. Hey, guck mal da, du hast dein Geld wieder. Es scheint nichts zu passieren. Es scheint immer noch nichts zu passieren. Ich möchte Erdbeerstrauch pflanzen. Es passiert nämlich erst, was wenn man 30 Münzen hat. Ja, ich bin schon vorgestellt. Alter, die Olle geht so schnell übers Brett, ne? Ja. Und nur riesige Zahlen würfeln. Bowsers Knallfall, das hatten wir noch nicht. Das ist aber ein cooles Spiel. Was hat Bowser, ne? Was? Drücke abwechselnd A und Z, um den Ballon zum Platzen zu bringen. Übrigens. Du kannst auch B anstelle von Z drücken. Okay.
Pumpe blinkt, wenn die Kammer mit Luft gefüllt ist. Du kannst dann eine Menge Luft in den Ballon pumpen. Okay. Dann mal los. Gott. So creepy. Ha! Finish! Ja! Mein Ballon ist geplatzt. So gehört sich das ausgezeichnet. Ja, so ein Buttonmasher. Das hat nichts mit Buttonmaschen zu tun. Ja, deswegen sage ich ja, ich hätte lieber einen Buttonmasher. Hätte ich durchdrehen können. Hier muss man ein bisschen timen, das fand ich nicht so gut. Es scheint nicht zu passieren. Was für eine Überraschung. Aber nicht schnell. Es scheint immer noch nichts zu passieren. Oh, gefährliche Seite, jetzt kommen wir schießen Wario runter. Ja. Den schießen wir nieder. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er versucht hat, mich nieder zu schießen. Das ist ein Engel. Erschießen. Ja. Ah, ich habe mich selbst getroffen. Ja, das kann passieren. Ah, Gott. Oh, wir müssen den von der rechten Seite erschießen. Oh, verdammt, weg! Nein! Nein! Oh. Jetzt lacht er auch noch über uns. Ey, ich kann dich aufholen, ne? Ich will die ganze Zeit meine Münzen. Ich will doch meine Münzen halten. Oh, danke. Oh, verdammter Dreck! Lass mir doch mal meine Münzen. Geht weiter zur Blumenlotterie. Was darf sein? Okay, das heißt, es ist nur noch eine 50-50 Chance, um es herauszufinden, wer Bowser bekommt. Ja, und das finde ich gar nicht so schön. Pitch ist ja vor dir. Ja. Wolle Blume pflanzen? Ja, diesmal ja. Ist die Blume nicht schön? Diese Blume stiehlt jedem, der dieses Feld betritt, einen Stern. Ich wünschte, ich hätte Geld, um mir eine Piranha-Pflanze zu pflanzen. Ich weiß, diese Blumen sind eine wahre Schönheit. Finden sie dich auch? Ja. Sie haben sowas Mystisches an sich. Mal gucken, was ist. Jetzt bin ich gespannt. Welchen Weg muss ich gehen? Ach Mann. Das ist ein Gewinn! Wuhu! Oh, Moment. Was ist? Bowser fällt. Alle Sterne ab. Bowsers Grimassen. Wenn wir nicht wenigstens 90 Punkte erreichen, verlieren wir 20 Münzen.
Ja, super. Also ich verliere alle meine Münzen. Strengt euch an! Ich bin noch nie über 90 bekommen hier. Oh, so sieht Bowser also aus. Ich wusste es. Hätte ich doch nur ein wenig mehr Super Bowser 64 gespielt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Finish! Oh, verdammt. Jawohl. Hey, wir haben es geschafft! Warte, wer war Nummer 2? Wario, ne? Schade, nur Wario. Ja. Kommen jetzt alle auf den Dicken. Komm, großes Münzprügeln. Oh, großes Münzprügeln. Nehmen wir ihn auch noch, das restliche Kleingeld. Ich finde den Namen dieses Spiels gut. Ich finde es gar nicht so schön. Vor allen Dingen dann nicht mehr, wenn man der Einzelspieler ist. Hey. Schnappt ihn euch. Meins. Weg, ich brauche Münzen. Ich brauche Münzen. Ich will mehr Münzen. Yes. Oh, was? Wann habt ihr weg? Na also. Oh, oh fertig. Hey. Ich hab ein paar Münzen bekommen. Tatsache. Die Zunge wird immer länger. Hm. Die Blumen sehen gar nicht mal so schlecht aus von meiner Position. Boah, haben wir ja all seine Münzen abgenommen, bevor der sich den Stern krallen konnte. Finde ich gut. Und jetzt muss auch noch eine Runde aussetzen. Okay. Kanoneninsel. Dann schießen wir ein paar Inseln aus unseren Kanonen. Was? Ja. Schießt man nicht Kanonenkugeln auf Insel? Nein. Insel auf Kanonen. Du das sagst, dann muss es ja wahr sein. Ah, geh weg von mir. Oh. Mein großes Comeback. Ja, ich merke schon. Zum Ende ist sowieso nichts entschieden, ne? Oh, Moment, wir sind bei den letzten 10 Runden. Das heißt, oh mein Gott, der Part ist ja schon vorbei. Oh, okay. Dann machen wir hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Rest dieses Projekts wieder. Ja. Bis dann und ciao. Tschüssikowski.